Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir spielen hier im Krankenhaus, welches mir immer noch nicht sehr gut gefällt. Vor allem, weil es draußen jetzt auch dunkler geworden ist, aber wir sind ja grundsätzlich hier wieder hingekommen. Ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir mal zum Schwimmbad gehen sollten? Ist da etwas? Fragezeichen. Dieses Fragezeichen weiß ich nicht. Können wir wahrscheinlich auch nicht klären, weil bisher sind wir da noch nicht mal ansatzweise hingekommen, richtig? Aber warum sind denn jetzt hier Gegner? Nö. Sind hier noch mehr davon? Ich sehe dich. Die soll man nicht so tun, als würde ich sie nicht wahrnehmen. Ja, genau. Warum steht sie denn wieder auf? Okay, sehr gut. Immerhin, mit der Schrotflinte kriegt man die ganz gut erledigt. Das muss man ja mal wirklich sagen. Okay. Wir tun einfach mal so, als wäre hier nichts passiert. Warum ist die Tür hier offen? War die vorher auch schon offen? Untersuchungszimmer 1? Wahrscheinlich... Nee, ach, hier sind wir hergekommen, ne? Ja, genau! Ihr Spinner. Meine Güte. Da musste ich jetzt mal eben aber komplett escalaten. Untersuchungszimmer 1. Es war aber vorher nicht offen. Sonst wäre hier nicht sowas. Wenigstens war sie da. Naja, immerhin, ne? Das ist ja die Mindestanforderung. Bild Nummer 18, immerhin war sie da. Okay. Das war jetzt irgendwie nicht so cool. War das Schrotflinte? Nee, Pistolenkugeln. Ich werde mal wieder die Pistolenkugeln nehmen. Es ist jetzt irgendwie, glaube ich, mal wieder an der Zeit, auf Pistolenkugeln zu gehen. Ich weiß zwar nicht, ob das richtig war. Ich dachte aber irgendwie, war das vorher auch schon offen? Das wundert mich jetzt nämlich. Hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie vorher so gewesen wäre. Dass das hier direkt offen ist. Das hier sind nur... wieder Bilder. Ja, ja, das ist klar. Diese ganzen Dinge. Hier können wir, glaube ich, wieder nach oben fahren, wenn wir Bock haben. Und hier sind wir ja trotzdem nicht weitergekommen. Das hat er aber... Jetzt hat er es markiert. Okay, jetzt hat er es markiert. Alles klar. Hatten wir jetzt eigentlich noch irgendwas bekommen in unserem Inventar? Irgendwelche Schlüsselobjekte? Ja, einen verbogenen Nadel, die du im Teddybären gefunden hast. Da kann ich ja auch noch gar nichts mit anfangen, ehrlicherweise, ne? Das ist irgendwie eine verbogene Nadel. Weiß ich jetzt ehrlicherweise erstmal nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich vielleicht mal einen Gesundheitsdrink zu mir nehmen sollte. Von den 13, die ich noch habe. Und dann können wir wieder hochgehen. Aber hier haben wir grundsätzlich nichts. Draußen regnet es immer noch. Hier ist das... Wir sind ja eigentlich grundsätzlich auf der Suche nach Laura. Das ist ja so das Ding. Wo wir ein bisschen weiterkommen sollten, zumindest. Aber wir wissen halt auch wirklich einfach nichts. Das ist halt so ein bisschen das Ärgernis. Können wir eigentlich in die 3 fahren? Weiß man jetzt grundsätzlich auch nicht. Da hatten wir das Tastenfeld, genau. Da ist ein M, weil Maria da liegt. Da ist die Hand, Tresor. Jo, wir müssen halt da hinten wieder zu den Behandlungszimmern, ne? Da sind wir noch nicht ganz durch. Okay. Das ist dann grundsätzlich, glaube ich, erstmal eine Sache, wo wir hingehen sollten. Hatten wir uns das schon angeguckt? Kümmern Sie sich das um das, was zählt. Überlassen Sie den Rest uns. Ja, ja, das hatten wir schon gelesen. Erstmal wieder ganz entspannt hier ein bisschen umsehen. Was ist denn jetzt mit dem? Dass diese Leichen hier auch überall rumliegen. Ja, ja. Ist klar, dass sie hier wieder abgehen müssen. Okay, nee, da kommen wir gar nicht durch. Ich sehe dich doch.
Nee, das war gar nicht gut. Warum sind denn hier auch immer so viele Gegner? Vor allen Dingen diese Krankenschwestern sind wirklich unfassbar. Hier war das Tastenfeld, genau. Hier konnten wir rein. Ach, hier gibt es jetzt wieder Munition. Ändert sich das immer wieder? Lohnt es sich immer wieder, hier nochmal wieder reinzugucken? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Fühle mich aber auch wirklich mit dieser ganzen Situation hier immer noch super unangenehm. Liegt aber, denke ich mal, allgemein an diesem Krankenhaus. Ich glaube, hier würde sich keiner wirklich richtig wohlfühlen. Die Tür hatten wir ausprobiert, richtig. Hier rechts hatten wir aber noch gar nicht die Türen ausprobiert. Was war denn da los mit uns? Haben wir die komplett übersehen oder was? Hier haben wir wieder Atemgeräusche. Finde ich grundsätzlich wirklich nicht so cool. Aber das ist ja auch nichts Neues. Dann machen wir hier jetzt die Tür auf, oder was? Okay. Wir bahnen uns langsam Wege. Auch wenn sie nur klein zu sein scheinen. Da könnte man bestimmt nochmal die ein oder andere Krankenschwester umgehen. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Okay. Ich würde sagen, wir gehen oben da zum Behandlungszimmer. Das wäre jetzt erstmal mein Next Step. Mein nächstes Ziel. Weil hier hatten wir, soweit ich weiß, eigentlich alles ganz gut erledigt. In der L1 waren wir drin. Das haben wir ja erledigt. So halbwegs. Da haben wir das Ding schon bekommen, das Armband, was wir brauchten. Okay, und dann können wir eigentlich hier weiter und nach oben können wir wahrscheinlich auch, ne? Das wäre dann wahrscheinlich the next step für uns. Okay, das geht hier auch auf, dann haben wir die Seite offen. Hätten wir das vorher gewusst? Okay, gruselig mit diesem Fahrstuhl. Hier haben wir das. Und das ist auch noch geschlossen. Ja, da haben wir jetzt eigentlich nichts weiter geregeln können. Außer, dass wir hier wahrscheinlich... Was ist, wenn wir hier nach unten gehen? First try. Gibt's immerhin nochmal eine Pistolenkugelsammlung. Aber hier ist auch nichts offen. Das wundert mich. Wo sind wir denn hier grundsätzlich? Ich kann ja jetzt mal hier das hier bitte einzeichnen. Hat er gemacht. Okay, weil das hätte uns ja theoretisch auch schon geholfen. Wären wir irgendwo hingekommen, wo wir zumindest noch nicht waren. Kann mir aber vorstellen, dass das mit dem Fahrstuhl gegebenenfalls noch zusammenhängt. Oh, wieder etwas gezeichnetes. Ein Hase und ein Vogel. Der Vogel attackiert das Häschen. Das Häschen ist gar nicht begeistert. Sind wir in diesem Schauspiel der Vogel und Laura ist das Häschen, was flieht? Könnte man fast meinen. Okay, hier hören wir einfach wieder Sounds. Einfach wieder, ich denke mir da jetzt gar nichts dabei, das sind einfach nur Sounds. Ich speichere das hier natürlich. Mein kleiner Fortschritt, aber immerhin. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. No! Oh, James, warum verschreckst du sie denn immer? Du solltest doch langsam gemerkt haben, dass sie gar keinen Bock auf dich hat. Wirklich gar keinen Bock. Okay, Tür. Ich höre hier wieder etwas. Wo denn? Nehmen das erstmal so hin.
Ich frage mich gerade, okay, das ist die Schrotflinte. Wir hatten noch zwei Schuss. Wie ist die Frage? Wollen wir die zwei Schuss benutzen oder nicht? Das ist so ein bisschen der Struggle, den ich mir hier wieder ausgesetzt fühle. Da hinten ist was. Ist aber erstmal in Ordnung, können wir ja erstmal wegignorieren. So, die sollte uns auch nicht weiter stören. Bitte gebt mir mehr Schrotmunition, bitte. Ich kann nicht immer ein ganzes Magazin verballern in so eine Krankenschwester-Lady. Die sind wirklich unangenehm. Und die Schrotflinte ist wirklich gut für die. Läuft da jetzt jemand an der Tür vorbei, oder was? Würde ich ja grundsätzlich erstmal so... Ja, ja. Ja, ja. Gut. Gut. Gut, 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 gut gemacht. Das war nicht halb, naja, nicht ganz alles verballert, würde ich sagen. Jetzt liegen hier halt zwei tote Krankenschwestern drin rum. Ah, die sind wirklich mit Abstand bis jetzt die unangenehmsten Gegner in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber das war ja jetzt hier schon mal Nummer 1. Da kommen wir ja gleich tatsächlich zu D1, wo unser nächstes Fragezeichen... Wo ist das da hinten oder ist das die, die jetzt angelaufen kam? Rooftop und Schrot. Das ist Schrot, oder? Ja. Okay, wollen wir es versuchen? Erstmal aufs Rooftop. Das ist ja dann quasi einfach das Dach, oder nicht? Okay, nee, keine Chance. Ich frage mich wirklich noch, was wir mit dieser Nadel machen sollen. Das wundert mich. Dass wir die noch nicht gebraucht haben, weil eigentlich haben wir noch nie so lange Zeugs mit uns rumgeschleppt. Was dann doch irgendwann nochmal nützlich geworden wäre. Theoretisch, aber who knows. Was nicht ist, kann ja alles noch werden. Hier ist D2. Da kommen wir tatsächlich auch rein. Und hier Untersuchungszimmer 5, aber da kommen wir hier durchs Fenster durch. Das habe ich mir doch schon, das habe ich doch schon gesehen. Okay. Was haben wir hier? Eine Schreibmaschine? Eine leere Schublade? Sie könnten wenigstens irgendwas in Schubladen reinpacken. Leere Schubladen sind manchmal traurig. So, Beobachtungsnotizen. Patient 090. Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt. Unterernährt, falsche Atmung, vermeidet Augenkontakt. Unruhig in Gegenwart des Personals, Panik bei dem Gedanken an Berührung. Patient 2 verweigert feste Nahrung. Zwangsernährung mittels nasogastrischer Sonde erforderlich. Serotonin-Tagonisten verabreicht, um Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Tag 3. Patient wird zum Baden und Füttern fixiert. Behandlungszimmer bitte entsprechend vorbereiten. Fortschreitende Unterernährung, Sauerstoffmangel, Verdacht auf Selbstverletzung nicht bestätigt. Tag 4. Irgendetwas stimmt nicht. Da ist es wohl... Ist es wohl passiert. Okay, wo ist das jetzt? Behandlungszimmer, das ist da unten. Das ist noch ein Fragezeichen. Da sind wir ja gar nicht erst reingekommen. Und da haben wir das. Okay, warte mal. Jetzt, was hat er sich jetzt notiert? Ich habe es nicht ganz gerafft. Ich raff das immer noch nicht. Naja, zur Beobachtung verlegt. Transferred to... Naja, er wird sich schon irgendwas notiert haben. Wir werden es früher oder später herausfinden. Oh, ich freue mich auch gar nicht auf die Anderswelt hier in diesem Krankenhaus. Es wird, glaube ich, nochmal übel irgendwie.
Da sollen wir rein. Was? Da ist doch sogar die Rätselslösung. Rechts, links, rechts. Da habe ich kurz mal einen kratzenden Hals. Irgendwas mit. Okay, ich dachte, vielleicht hört man irgendwie so ein Klicken. Ist da, wie die Profis das immer machen? Das hätte ich mir vorstellen können, aber gut. Dann gehen wir mal erstmal hier durch. Ja, hier wird etwas angeleuchtet. Ein Schlüssel. Erster Floor. Okay, dann können wir wieder nach unten, dann kommen wir da weiter. Cool. Theoretisch cool. Und dann gucken wir hier nochmal. Hallo, Surprise, wo seid ihr? Ich weiß doch, dass ihr hier irgendwo seid. Ach so. Hier kommen wir da raus. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie irgendwann die Info bekommen, wie wir das Schloss da knacken mit links, rechts. Rechts, nee, links, rechts, links Kombination, oder nicht? Nee, rechts, links, rechts, so rum. Okay, komm. What's that? Okay. Dr. Andrews, wir haben die Röntgenbilder, die Sie angefordert haben. Es scheint, als wäre die Datei unvollständig. Eines der Bilder fehlte. Wir schicken es Ihnen, sobald wir es finden. Lassen Sie mich wissen, wenn wir noch etwas für Sie tun können. Nix, alles leer. Okay. Ah. Ein Röntgenbild eines Beckens. Okay. Nehmen wir grundsätzlich erstmal mit, würde ich behaupten. Okay, wieder Rätselspäßchen. Wir haben doch hier auch noch. Kann man das drehen? Man kann es drehen. Okay. Okay, so, aber Old Fracture? Ach, eins fehlt. Ja, klar. Okay. Kann man das irgendwie lesen? Schädeltrauma aus Kindheit. Okay. Und da, und da, und da. Eins fehlt. Ja, keine Ahnung. Dann sind wir hier erstmal wieder lost, oder was? Da sind wir hier erstmal wieder lost und müssen ein neues Röntgenbild suchen. Ah, die Rätsel-Röntgensichtgerät. Kombinationsschloss. Da kommen wir ja hier erstmal gar nicht weiter. Dann müssen wir wirklich jetzt erstmal wieder in den First Floor watscheln, oder was? Na gut. Wenn das Spiel es so wünscht, dann werden wir dem Wunsch so nachkommen. Die Tür hier bleibt aber verschlossen. Oder können wir die jetzt auch noch irgendwie öffnen? Nee, nee, die bleibt verschlossen. Na gut. Dann ist dem wohl so. Warum hat das dahinter so geblitzt? Achso, das ist die Lampe. Okay. Ja, das Zahlenschloss wahrscheinlich erstmal keine Chance, da irgendwie irgendwas rauszufinden. Gehen wir davon aus, dass wir hier erstmal noch ein Röntgenbild brauchen.
Das wollten die uns ja zuschicken. Ah ja, Ärzte. Warum fehlt denn immer ein Bild? Kann keiner erklären, ne? Kann wirklich keiner erklären. Hier gingst du zum Rooftop. Was war da das Problem? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Okay. Und dann gehen wir erstmal wieder runter oder was? Aber diesmal in den ersten Flur. Holy Macaroni. Leute. Was soll man sagen? Sieht man da jetzt noch irgendwas? Nee. Da müssen wir aber irgendwie hinkommen. Allerdings würde ich sagen, das ist alles etwas für Zukunftsschulle, weil er wird sich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen von diesem Spektakel. Wir kommen langsam aber sicher voran. Es fühlt sich gut an. Ich würde sagen, ich bin erstmal wieder raus, Leute. Wenn ihr Spaß hattet, Daumen nach oben, beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.